Wisst ihr, warum über 90% aller Selbstständigen scheitern? Wegen den Finanzen, wegen der Kohle. Da sagt man natürlich oft, hat man auch keine Lust, sich damit auseinanderzusetzen. Oh nee, Geld und Planung und BWAs und Kennziffern. Ich habe mir heute einen super Experten dazu geholt. Den Jörg Roos bei mir aus der Mastermind, der absolute Finanzexperte ist und sich genau damit auskennt, wie man Investitionen plant, welche Kennziffern wichtig sind und warum die Unternehmen alle kaputt gehen. Ich stelle dem Jörg erstmal ein paar Fragen, wo viel Input für dich dabei ist. Jörg, erstmal schön, dass du da bist. Danke für die Einladung, das freut mich. Erste Frage, haben die meisten Selbstständigen und Unternehmerinnen und Unternehmer keine Lust, sich damit auseinanderzusetzen? Oder woran liegt das, dass so viele kaputt gehen wegen der Finanzen? Ja, viele haben tatsächlich keine Lust. Aber bitte, die meisten machen sich selbstständig, weil sie für irgendein Thema brennen. Ja. Und ganz häufig ist es so, eigentlich immer, da ist nirgendwo das Thema Finanzen bei. Jetzt haben sie aber alle Pech, ohne Finanzen geht es nicht. Ich sage so ganz gerne, im Kleingedruckten des Vertrags, den man nicht wirklich häufig abschließt, steht aber drin, Finanzen sind wichtig, ohne Finanzen ist es praktisch russisch Roulette. So, und dann haben die Leute Angst davor entwickelt, keine Lust davor, weil sie es nicht verstehen. Ja. Keiner hat es ihnen beigebracht, man versteht es nicht. Ja, und dann entwickelt man keine Angst, dann hat man keine Lust, sich damit zu beschäftigen, versucht das Thema vielleicht abzugeben, Steuerberater, ich treffe eine große unternehmerische Entscheidung, ich delegiere, fühlt sich erstmal gut an und stellt dann irgendwann fest, scheiße, das hat auch nicht geholfen. Aber ist es jetzt nicht, also jetzt wird sich der eine oder andere wahrscheinlich denken, ja gut, muss ich dann jetzt 4 Jahre Finanzwirtschaft studieren? Auf keinen Fall. Also gerade für kleine Unternehmen, für selbstständige kleine Unternehmen, ist das Thema Finanzen keine Raketenwissenschaft. Ja, ich kenne auch die ganzen BWL-Schinken, ist auch alles richtig, was da drin steht, aber in der Regel für größere mittelständische Unternehmen oder gar Konzerne geschrieben. Und ich sage immer, wenn du dich von vornherein mit dem Thema Finanzen beschäftigst, ist es für jeden simpel möglich, das zu verstehen. Und wenn die Themen, die dann in den BWL-Schinken relevant werden, dann hast du meistens Finanzexperten in deinem Unternehmen beschäftigt und denen stellst du wieder die gleichen Fragen, die du heute für dich beantworten musst. Jetzt könnte man aber ja sagen, viele werden jetzt wahrscheinlich sagen, ja gut, aber ich habe ja einen Steuerberater, der macht das doch alles. Ja, stimmt. Hoffentlich, also das ist auch ein unbedingter Ratschlag, bitte von vornherein einen Steuerberater wählen, aber da steckt was Wichtiges drin, der macht Steuerberatung. Du willst aber eine betriebswirtschaftliche Beratung, eine Unternehmensberatung. Du willst ja dein Business nach vorne treiben. Und da muss man leider sagen, ist es so, dass die große Vielzahl von Steuerberatern überhaupt keine Expertise haben. Was wir doch wollen unternehmerisch, ist nicht in den kleinen Rückspiegel gucken und die Vergangenheit aufbereiten, sondern wir wollen die Windschutzscheibe, wie im Auto, wir wollen nach vorne gucken. Und da sind Steuerberater in der Regel zumindest die falschen Ansprechpartner. Sollte ich denn dann hingehen, also wenn ich jetzt selber sage, okay, ich habe jetzt nicht so super viel, also viele werden jetzt sagen, ja okay, gut, ja, merke ich auch, mein Steuerberater macht nicht so viel, der ruft einmal im Jahr an und sagt, wie geht. Heißt das, ich sollte mir eigentlich noch jemanden suchen? Oder sollte ich es selber irgendwie erlernen? Und wenn ja, hast du einen Tipp, wie ich das erlerne? Weil du hast eben von diesen BWL-Schinken gesprochen. Meine Frage wäre jetzt direkt, ja gut, hole ich mir dann Finanzen für Dummies oder wie gehe ich vor? Ja, du kannst dich natürlich selbst belesen beispielsweise. Das ist so der kleinste und auch günstigste Einstieg in die Thematik. Wenn du gar keine Ahnung hast und du das Gefühl hast, dem würde ich durchaus anfangen, mal Fragen zu stellen. Aber ganz häufig ist es so, dass du die Antworten da nicht verstehst. Und er das nicht so erklären kann, dass du wieder was damit anfangen kannst. Dann such dir jemanden, der dich dabei unterstützt. Definitiv. Kann jetzt mit so einem Buch sein, kann vielleicht auch ein Kurs oder ein Gruppenprogramm sein. Oder du sagst halt eben, okay, du holst dir jemanden dazu, der es vielleicht sogar für dich macht und dir das dann in deiner Sprache erklärt. Weil darauf kommt es ja an, dass jemand mit dir in deiner Sprache redet, sodass du Zahlen mit Bauchgefühl, ich finde das immer total wichtig, dass es nicht nur Zahlen ist, sondern es ist Bauchgefühl und Zahlen. Ich sage ganz gerne, Bauchgefühl machen dein Business einzigartig und die Zahlen halten es am Leben. Ja, geiler Punkt. Also für euch mehrere Sachen dabei. Erstens, challenge mal deinen Steuerberater, wie viel Ahnung der hat. Überleg dir selber mal, welche Fragen du deinem Steuerberater stellen kannst. Wenn du die Antworten deines Steuerberaters nicht verstehst, solltest du auch überlegen, ob dein Steuerberater vielleicht einen Dolmetscher braucht oder sonst muss er dir es auch ein Stück weit anders erklären. Bilde dich selber in dem Bereich weiter, such dir Infos, such dir Hilfestellungen. Jetzt ist es ja dennoch... Darf ich eine Ergänzung machen, weil ich das immer wieder höre? Ja. Hab keine Angst.
deinen Steuerberater zu löchern. Ja, ja, man kommt du bist Kunde. Vor, du, genau, du kommst dir dumm vor, ist aber Quatsch. Ja. Er hat halt Steuern gelernt. Du kannst was anderes so gut. Ihr dürft euch auf Augenhöhe reden. Und es ist seine Aufgabe, dir das so zu erklären, dass du es verstehst. Und wenn du es nicht verstehst, frag nach. Und wenn es gar nicht klappt, okay, dann kommen die Punkte. Ja. Jetzt ist es ja so, ich sag mal, der klassische Selbstständige bekommt von seinem Steuerberater eine BWA. Ja. Da wisst ihr, eine betriebswirtschaftliche Auswertung. Das klingt ja schon wie ein Dokument mit vielen Grafiken und vielen Zahlen. Also es ist ein Dokument voller Zahlen, wo die meisten ja vorstehen und sagen, ja gut, danke, dass ich das gekriegt habe. Die meisten, die ich kenne, gucken ja nicht mal rein. Ja. Sollte ich mich damit beschäftigen? Sollte ich mir das angucken? Macht das überhaupt Sinn und hilft mir das? Ja, ist ein richtig schöner Zahlenfriedhof, ne? So richtig geil. Da geht so richtig mein Herz hoch. So ganz viele Zahlen, wunderbar. Keine zwei Antworten zu. Ja, du musst dich. Du musst dich damit beschäftigen. Ich weiß, es ist heute nicht mal en vogue, muss zu sagen, aber das ist so. Als unternehmerisch agierende Person musst du dich damit beschäftigen. Und die meisten machen es so, die gucken einmal kurz nach oben, da steht der Umsatz und ganz unten, da steht der Gewinn. So, und wenn, ja, genau. Und wenn dann der Gewinn gut ist, gibt es einen, trinken sich einen. Und wenn der Gewinn schlecht ist, direkt noch einen zweiten hinterher, manchmal noch einen Schnaps hinterher, damit man es direkt wieder vergisst. Ja. Ist die falsche Vorgehensweise. Also man sollte sich damit beschäftigen. Heißt, ich gucke mir die Positionen auch richtig an. Exakt. Ich kann mir halt auch Entwicklungen der jeweiligen Positionen angucken. Was für mich auch in dem Kontext selber ein totales Learning war, ist, der Steuerberater kann dir auch andere Auswertungen rauswerfen, außer die BWA, ne? Ja, streng genommen ist BWA sowieso nur ein Oberbegriff für ganz vieles. Das heißt, betriebswirtschaftliche Auswertungen. Ja. Und dann gibt es ganz viele verschiedene. Ich empfehle dir drei, die du dir auf jeden Fall ab sofort von einem Steuerberater schicken lassen kannst. Die sind alle auf Knopfdruck verfügbar. Das eine ist der Vorjahresvergleich. Da hast du die Zeilenstruktur, wie es aufgebaut ist, wo kommt der Umsatz her, Kosten und so weiter. Und dann aber eben aktueller Monat, Monat im Vorjahr und das gesamtlaufende Geschäftsjahr. Man sagt dazu kumuliertes Geschäftsjahr, aktuell und Vorjahr. Ist die erste Seite. Ist auch immer das erste, wo ich drauf gucke. Ja. Dann gibt es eine sogenannte Jahresübersicht. Da ist das laufende Geschäftsjahr Monat für Monat nebeneinander gestellt. Also von Januar bis Dezember und hinten ist eine Summenspalte, also 13 Zeitspalten. Das ist die zweite Auswertung, die ich empfehle. Und dann gibt es den sogenannten Wertenachweis. Ja. Der Wertenachweis reißt die Zeilen, die du im Vorjahresvergleich und im Jahresübersicht hast, noch mal ein bisschen weiter auf, nämlich auf die einzelnen Konten. Weil die Zeilen, die du hast, das sind eigentlich nur Gruppen. Und darunter hängen einzelne Konten. Da steht jetzt Werbe- und Reisekosten. Und manchmal sind ja in den Gruppen, also bei mir ist zum Beispiel in der Gruppe, ich glaube, Werbung oder auch sonstige Kosten, das macht dann manchmal 50% meiner Kosten aus. Klassiker, sonstige Kosten ist die größte Position. Da geht es dann schon immer so kontrollerisch, nee, das ist schlecht. Ja. Aber nehmen wir mal Werbereisekosten. Das ist eine ganz klassische Position in Datev. Ja. Meiste nutzen ja Datev. Da ist ein Werbekonto und dann ist dann auch das Reisekostenkonto. So, und dann gehst du her, fängst beim Vorjahresvergleich an. Okay, macht das Sinn? Kann ich mir das erklären? Sagt mein Bauch, ja, die Zahlen stimmen. Ja. Dann guckst du in die Jahresübersicht, erkennst du Trends. Da gehst du einmal mit dem Finger durch jede Zeile einmal so durch. Erkennst du Trends, Entwicklungen, wo du eingreifen möchtest? Sind irgendwelche Dinge komisch. Ja. Beispielsweise, wenn nicht jeden Monat eine Abschreibung gebucht ist, würde ich beim Steuerberater mal nachfragen. Ja. Ein so ein Punkt zum Beispiel. Ja. Weil wir brauchen eine vollständige BWA. Ja. Und wenn du es nicht erklären kannst, was ist denn da drin, sonstige Kosten, dann nimmst du. Nur dann brauchst du den Wertenachweis, weil dann siehst du die einzelnen Konten. Ja. Geiler Punkt. Und dann hast du echt richtig viel Wissen. Und ich erlebe es immer wieder in der täglichen Praxis, dass die meisten sagen, ach stimmt, das war's. Ja. Und dann ist gut. Ja. Das Ziel ist es, dass du dir monatlich einmal eine gewisse Zeit nimmst, 5, 6, 10 Viertelstunde von mir aus, und verstehst, passen die Zahlen zu deinem Bauchgefühl. Nur wenn beides zusammenpasst, dann bist du auf der richtigen Spur. Geiler Tipp, also für dich als Aufgabe, heute Morgen mit deinem Steuerberater sprechen, sich genau diese Dokumente, diese Auswertungen geben lassen, damit du weißt, wohin dein Unternehmen geht. Jörg, wenn jemand sich mehr für dich, für das, was du machst, als Finanzexperte, als Unternehmensexperte interessiert, wo muss er gucken? Am besten auf meiner Homepage, jörg-roos.com oder in meinem Podcast Roosartig. Gibt auch einen kleinen YouTube-Kanal, aber... Geil. Das sind so die beiden Quellen. Wir verlinken euch das. Danke, dass du da warst. Danke für die Einladung. Schreibt doch gerne mal in die Kommentare, wie intensiv ihr euch mit euren BWAs beschäftigt. Ich bin sehr gespannt. Was ist denn mit dir los? Ich bin echt traurig. Gar keiner klickt auf Kanal abonnieren.
Wir machen uns voll viel Mühe und voll viel Arbeit und keiner klickt da drauf.